Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um mein Bücherregal, denn meine Bücher liegen tatsächlich überall im Zimmer rum. Und ich meine halt auch wirklich überall. Anstatt im Regal zu sein, und deswegen dachte ich mir, jetzt wird es Zeit, um die endlich mal einzuräumen. Und ich dachte mir, ich kann schon mal anfangen, während das meine Haare trocknen, das Ganze so wenigstens ein bisschen aufzuräumen. Regal 1 war ja noch easy, weil da war ja wirklich nichts zu machen. Da habe ich alles drin gelassen, was eigentlich reingehört. Außer das Viehzeug natürlich, aber das habe ich dann auch wieder rausgemacht, weil irgendwie passt es mir doch nicht darin. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die anderen Viehzeug reinmache, aber jetzt kommt Regal 2. Das hat einfach schon Staub angesetzt, so lange liegt es da. Jetzt sieht es noch chaotischer aus, denn 2 Regalbretter sind leer. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich so blöd bin und alles weiter ausräume. Ich meine, es nützt mir eh nichts, bis es trocken ist, aber okay. Denn ich habe weitergemacht. Und da drüben in der Ecke liegen auch noch Bücher, wo man sie nicht sehen kann. Jetzt ist es soweit, ich finde den zweiten Hubertus-Bock nicht mehr. Yay. Ohne Witz, ich weiß nicht, wo er ist. Gefunden. Der kommt nämlich hier hin, vor die Klinik natürlich. Ich finde, die Farben passen echt gut zusammen. Ich glaube, das bleibt schon mal so stehen. Gashke teilt sich nun sein Heim mit Rabe. Vielleicht kommt da noch was dazu, mal schauen. Derselbe Autor, dieselbe Reihe, 3 verschiedene Bücher. 3 verschiedene Verlege. What? Die kommen jetzt zu der Totenreihe und zu Borg. Sind sogar einigermaßen gleich. Ist gut. Die andere Kamera funktioniert nicht mehr. Ich habe mal kurz geswitcht. Ich hoffe, die geht vom Ton her auch einigermaßen. Ich habe es ja schon ewig nicht benutzt. Geschafft habe ich jetzt das hier. Also das Buch muss ich gleich wieder rausmachen. Ich lese es nämlich gerade. Also ich finde, das hier lässt sich schon mal echt gut sehen, so von den Farben her. Hier unten, das lasse ich auch so. Hier finde ich das andere nicht, also den ersten Teil. Kein Plan, wo der ist. Das hier bleibt auch so. Hier stelle ich noch ein paar Bücher rein. Ansonsten ist es echt super. Und hier oben, das gefällt mir auch. Da kommt ja noch ein Teil dann bald raus. Oder ist er schon da? Ja, und hier habe ich noch gar nichts gemacht. Tag 2 mit dem Regal. Und ich habe mich dann noch entschieden, dass hier Colleen Hoover reinkommt. Aber ich habe jetzt hier Stapel und da Stapel und da Stapel und hier noch ein Stapel. Was ich irgendwie super feiere, ist einfach dieses Regalbrett hier, das passt einfach alles zusammen, obwohl ich dieses Jahr auch feiere. Hier ist jetzt Katinka Engel und vielleicht schaffe ich ja so viel Büchern auch noch reinzumachen. Die 2 gehören in den Schrank. Und zwar zu den anderen Südtirol-Krimis hier. Ebenfalls Südtirol-Krimis und die hier stelle ich denn da hoch. Nein! Oh Mann, ey. Dann eben so. Mit dem bin ich jetzt zufrieden, aber mit dem hier nicht. Also ich glaube, das muss ich nochmal runter machen. Genauso wie mir das hier auch nicht gefällt. Oh mein Gott, das hat sich wieder alles geändert. Ich wollte Colleen Hoover jetzt doch nicht mehr da haben, wo ich sie vorhin hingestellt habe. Die jetzige Idee ist, Westwell wieder rausmachen. So viel Bichern reinmachen. Nochmal umentschieden. Es kam doch die Anna McBadley hier hin. Okay, es artet jetzt komplett aus. Ich habe jetzt hier diese wunderschöne Reihe stehen von Brittany C. Sherry und dann hier von Lily Lucasters. Hier extra freigelassen noch für den 4. Band. Und hier oben steht jetzt finally das hier. Frau Neuhaus wandert jetzt eins nach unten. Wo übrigens bald ein neuer Teil rauskommt, aber nur in Hardcover. Also das heißt, an alle, die es so wollen, noch ein bisschen warten. Der Rest von Frau Neuhaus wandert jetzt einfach zu Katinka Engel und kriegt noch so ein Eckchen. Dann also hier Colleen Hoover. Gefällt mir so auf jeden Fall. Soweit bin ich jetzt eigentlich happy. Nur habe ich hier jetzt noch ein paar Bücher liegen. Einmal da und einmal noch da.
Und die muss ich noch irgendwo unterbringen, aber ich weiß noch nicht wo. Da überlege ich mir noch was. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin gestern noch so weit gekommen, dass ich fast alle Bücher reingeräumt habe, aber ich stand jetzt gerade da vorm Regal und dachte mir, nein. Dieses Regalbrett hier gefällt mir noch gar nicht. Ich werde die beiden wieder rausmachen und auch das Gesang der Flusskrebse. Und da Carina schnell reinmachen. Sind nämlich zum Glück gleich hoch. Und hier drüben habe ich jetzt noch Romy Hausmann reingepackt. Die hier werde ich jetzt einfach in den Schrank packen, da habe ich auch noch Bücher drin. Und das von Charlotte Link mache ich erst drauf, wenn ich den Pokal gedreht habe. Die hier kommen einfach ins Bücherregal, was in meinem alten Zimmer noch steht, weil da diese Romane alle stehen. That's the plan. Und jetzt bin ich endlich zufrieden. Mit dem Regalbrettchen hier hinter mir. Ich gebe dir mal eine ganz kleine Führung, werde aber eine detailliertere machen dann. Ich finde, es ist echt gut, so New Adult und Thriller. Hier unten nochmal Thriller, New Adult, Thriller. Hier oben sind diese Disney-Bücher, wo ich auch noch weiter sammeln muss. Dann ist hier auch noch Südtirol-Krimis, wirklich alles nur Südtirol-Krimis. Bis auf eins, aber das ist von Heidi Troll. Hier unten dann wieder New Adult und ein Roman-Ding. Hier unten Zokos. Und daneben dann eben Südtirol-Krimis nochmal von Neubauer. Da kommt auch noch ein Neues dazu, im Juli, glaube ich, oder August. Dann hier nochmal Nela, Colin Hoover. Und hier oben nochmal so New Adult-Stuff. Es hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt.